Ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe jetzt keine Zeit. Okay. Back on the road again. Wow. Wir nehmen unseren Bodyguard und unseren anderen Bodyguard mit. Machen zwei Missionen auf dem Weg, den Bodyguard abzuliefern. Und eine Mission ist die Weg der Mitte Mission. Der Weg der Mitte Mission. Uff, was bist du? Was geht hier ab? Holen wir einfach die Viecher her. Blutkralle. Sie brennt auf jeden Fall mal gut, die Blutkralle. Das ist wieder eine Zone, wo wir gleich mal Feuer fangen und dann Immunitätssachen reinhauen müssen. Ich schätze mal. Gehen wir mal speichern und schauen, was passiert, wenn wir reinrennen. Wahrscheinlich werden wir Feuer fangen. Nein. Ah, die Lava ist zu nah. Verstehe. Don't jump into the lava. Yep. Genau das. Okay. Hier geht ein Feuerweg entlang. Steinklaue. Da ist das Feuer natürlich nicht sehr effektiv. Da ist wieder was Fettes drüben. Sehr schön. Giftkraut. Oh, was haben wir noch als leichte Heilung? Super. Drüsensuppe, Gesundheit. Setzerbrot. Ja, geht doch. Bevor wir den Typen angehen. Zu denen wir anscheinend vorbei müssen. Oh, da wird fett gefightet. Hauen wir nochmal schnell einen Mana-Trank rein. Was haben wir hier? Stahlhaut. Dickes Blut. Oh. Lebenssaft lieber. Okay. Fette Fights haben wir auf dem Weg. Oh ja, ich erinnere mich. Gerne. Brony. Brony. Oh, das ist ja kein Brony. Oh, Mist. Ja, das ist ein fetter Fight. Ah. Bin wir es lieber mit Gift gegen die. Es hat so gut angefangen.
Ich habe volles Vertrauen, dass wir diesen Gegner besiegen können. Volles Vertrauen. Okay. Oh. Ja, sehr klar. Nein. Aber er ist ja schon auf dem Weg. Oh, komm schon, Team. Ja, die Feuerpost rein und hoffen, dass wir gleich den nächsten Gegner anlocken, während die Drohne noch aktiv ist. Ich hätte mir die Drohne für den nächsten Fight aufsparen sollen, aber hey, was hilft's? Drohnen? Gute Arbeit, Team, gute Arbeit, Team. Oh. Eine Pelzratte mitten hier drin. Okay, eine Drohne ist weg. Ja, ich fühle mich nicht so stark gerade. Ups, 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 ups. Mana-Trank. Das sind die fetten Fights wieder. Okay. Gehen wir diesen Weg weiter entlang. Und hoffen wir, dass wir nicht zu viele Chimeras finden. Weil der Roboter-Fight wird schon allein schwierig sein. Ja, Feuer. Gift sollte normal gegen Roboter nicht sehr effektiv sein. Feuer ist normal dann das Richtige. Was ist das? Steinklauer. Das geht so. Wo ist mein anderer Roboter? Ist er tot? Habe ich ihn? Wo ist mein anderer Roboter? Ach, Mist. Was ist hier los? Mist! Hier, warum folgst du nicht? Alles klar, Junge. Jetzt zuerst. Muss ich jetzt immer aufpassen, dass er mitkommt? Ach, wirklich? Sag bloß nicht, er geht da nicht entlang. Ah, wow. Komm schon, Kleiner. Wirklich? Wirklich jetzt? Was stimmt mit dir nicht? Ah. Anscheinend will er den Weg nicht. Dann probieren wir es mal hier entlang.
Blitzratte. Blitzratte. Da war doch ein Elixtrank. Oder Beutel. Ah. Also hier kommt er mit. Tor. Tor, Tor. So. Mal schauen, ob die Nahrung. Vielleicht kommt er da mit rüber. Skex, Skex. Quickscape, Scape. Quickscape! Ich bin da. Das finde ich gut. Es wird noch mehr gefettet. Wäre klasse, wenn die Drohne mir einfach so folgen würde. Wir hatten da gerade geschossen. Drohne. Ach, keine Munition. Oh, das ist ein kleiner. Wo ist denn der hergekommen? Drohne, die ist noch dabei. Okay. Immer ein gutes Zeichen, wenn die Drohne Lust hat mitzukommen. Oh, das macht es mir auf jeden Fall schwieriger, wenn die Drohne ihren eigenen Willen hat und nicht überall mit will. Okay. Ich bin nicht gut genug. Für die Kiste zum Hacken. So viel Schwefel hier. Was haben wir hier? Ein Amulett. Das könnte von Nutzen sein. Die Drohne darunter folgt, wenn ich springe. Ich muss speichern. Ich will dann nicht wieder rauf. Okay, passt. Okay, passt. Komm, Drohne. Drohne. Wirklich. Ich hasse dich, Drohne. Kann ich die Mission überhaupt vollenden oder muss ich... Ach, Mist. Oh, Mist. Oh. Oh, ich muss anscheinend die Babywege nehmen. Zurück. Oh, das wird eine lange Begleitsmission.
Das wird's nicht wert sein. Oh. Ach. Wirklich. Oh. Okay. Wir nehmen die Babywege nach Tavar zurück. Wenn das überhaupt geht. Sonst lassen wir die Drohne halt zurück. Aber anscheinend will sie mir einfach nicht gescheit folgen. Oh. Die wird mir doch wieder nicht folgen hier. Oh, Mist. Mist, 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 Mist. Das war ein fettes Lager und Outpost. Okay, sie ist gefolgt. Mist. Bleib hinter mir. Was das früher wohl mal war. Hier geht's fett ab, hier geht's fett ab. Ich versuche einfach den Weg durchzunehmen, wo ich am wenigsten. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Ich glaube, es gibt keinen Weg, wo ich am wenigsten Schaden nehmen werde. Okay, Mist. Okay, wir gehen. Hier ist. Hier probieren wir es. Wieder so ein fettes Ding. Hör auf, das Ding anzuvisieren. Hör auf, das Ding anzuvisieren. Was? Oh. Alles, was mir ins Haus reinfolgen kann. Komm schon rauf mit dir. Okay, okay. Wo ist der Wühler? Er ist ins Haus reingeklitscht. Steckt jetzt da drinnen fest. Kann sein. Das können wir ausnutzen, probieren. Jo, kleiner. Wo? Was ist das für ein Feind? Oh, es ist was explodiert. Sehr schön. Komm schon, Kaya. Keine Munition. Was? Lass es nicht entkommen, Kaya.
Oh, was zum Teufel geht hier ab? Oh, diese Mission führt mich durch die Hölle. Oh, verdammt, verdammt, verschlossen. Wollen wir es hacken probieren? Oh, 7, 8, 4, 1. Das war nichts. Dann hacken wir es halt. Das auch noch. Tresor hacken. Zwei ist größer als 0. 1, 4, 6. Nee. Oder? 6, 4. Das geht nicht. Vier. Okay, dann sollte das jetzt nicht so schwierig sein. Eins, vier, null zum Schluss. Wie ist zwei dann? Das war nichts. Mist. Eins, sieben, vier. 0, 8, jetzt haben wir doch schon alles durch. Oh. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Bei was? Bei Tresoren? Dass sie niemand hacken kann. Und niemand einbrechen kann. Ach, komm schon. Wird doch irgendwo noch was richtig Gutes liegen. Ein bisschen ein Elix. Außer Schrott. Ich sehe nur haufenweise Schrott. Weil die Geister sehen dann. Da liegt nichts richtig Gutes. Wo ist meine Drohne? Hätte sowieso sterben müssen, nur ist das, was die ganze Zeit abgehen hätte sollen. Ich bin verwirrt. Hätte es nur sterben müssen, glaube ich. Echt jetzt? Echt jetzt? Oh, wir machen einfach die zwei Missionen dann noch fertig. Und dann war's das. Brrr. Ach du Kack. Das schaut sehr gut aus. Ach du. Jo, Girl, wir rennen durch. Du brauchst ein Schwert, kann ich zücken. Oh je. Sie versucht's. Good luck, my friend. And with my own hand. That makes no sense. Okay, rauf müssen wir.
Hallo, Kaya. Wow! Wow! Netter Jump. Danke für die. Oh, oh, was haben wir hier? Das schaut nach fetten Verhandlungen aus. Hallo, Jungs. Jetzt mach keine Zicken, her mit der Kohle. Aber ich hab euch doch schon alles gegeben. Verpiss dich. Nein. Diese verfluchten Banditen. Hier müssen noch mehr von ihnen sein. Her damit, oder ich schneid sie aus deiner Hose. Ich habe wirklich nichts mehr. Ich sage die Wahrheit. Du hast es nicht anders gewollt. Bleib hinter mir. Kluge Entscheidung. Vielen Guter Dank, Mann. Dass du mir geholfen hast. Ohne dich hätten mich diese Banditen umgebracht. Die Banditen haben mir alles abgenommen. Du darfst dich gerne an ihren Leichen bedienen. Möge Kalan dich beschützen, Fremder. Ja, haben wahrscheinlich gar nicht für mich. Da war was. Oh. Brücke. Wir müssen hier rauf. Okay, den reisenden Händler. Was ist da halt los mit den Grafik-Glitches? Will dich nur loben, Alex. Okay, schauen wir mal, ob wir es schaffen, friedliche Verhandlungen zu führen. Ich glaube, es war nicht so einfach. Nehmen wir das mal rauf, bis verhandeln. Oh. Jo. Na, du bist wohl auch schon eine Weile auf den Socken. Ich sagte ja, wenn du aus dem Achselschweiß eine Suppe machen kannst, dann wird es Zeit für eine Pause. Den Tipp gibt es frei aus. Achselschweißsuppe ist doch geil. Ich weiß nicht, wovon du redest. Warum hat es dich nach Ignadon verschlagen? Die Vergangenheit. Das musst du mir erklären. Die falschen Freunde, die falschen Ziele, das falsche Leben. Auch wenn es sich wie ein Witz anhört, hier ist es 100-mal sicherer als da, wo ich herkomme. Mehr kann und will ich nicht darüber erzählen. Bist du auf der Suche nach einer Bleibe? Nein. Könntest aber eine Mütze voll Schlaf vertragen, ich seh's dir doch an. Besser du vergisst nicht, dich ab und an in die Horizontale zu begeben. Und komm ja nicht auf die Idee, ein Nickerchen zwischen den Felsen zu machen. Du kannst die Betten in unserem Lager jederzeit benutzen. Meistens pennt man zwar im Mief der anderen, aber es gibt Schlimmeres. Warum habe ich schlechtes Gefühl bei denen? Kann ich die Sachen einfach stellen oder was? Ah ja, Vorratslager. Ne, ich renne mal mit Chef. Ich dachte schon, meine Augen kriegen nur noch diese Steinwüste zu sehen. Auch wenn dieser Ort keine Augenweide ist, sorgt er wenigstens für die nötige Abwechslung. Wo ist der Eingang? Hey Jungs. Ja, ein neuer Vagabund auf unseren Straßen. Lass dich willkommen heißen. Freut mich ebenfalls. Ist es nicht toll? Da sind wir im entferntesten Winkel der Welt und keiner kann uns die gute Laune nehmen. Es mag zwar nicht die beste Idee sein, hier draußen Quartier zu beziehen, aber es ist auch nicht die schlechteste. Eigentlich lässt es sich hier sogar sehr gut leben, wenn man sich mit den Umständen arrangiert hat. Darum begrüße ich auch jeden Neuen herzlich, denn vielleicht ist er bald Teil unserer Gemeinschaft.
Kannibalen, ich rieche es. Viel Erfolg hattest du damit noch nicht, oder? Hey, ich wollte nur freundlich sein. Hier überhaupt auf einen Menschen zu treffen, grenzt an ein Wunder. Aber jetzt habe ich schon so viel erzählt. Was kann ich für dich tun? Du bist mir eine Spur zu freundlich. Oh, ich bin eine geborene Frohnatur. Das ist alles. Eieieiei. Und das ist alles? Ja, die unwichtigen Einzelheiten habe ich bewusst ausgespart. Die gehen nur mich etwas an. Ach ja, wenn du willst, steht es dir frei, dich hier jederzeit auszuruhen. Gastfreundschaft will schließlich gelebt werden. Schmierigen Typen traue ich nicht, egal wie freundlich sie sind. Ich kann dich nicht dazu zwingen, von daher... Wäre es nicht klüger, Schutz bei den Klerikern zu suchen? Oh, das ist das Letzte, was ich will. Klar, man ist in ihrer Festung bestimmt sicher, aber dafür musst du dir das Gequatsche ihrer Prediger geben. Darauf kann ich gut verzichten. Außerdem habe ich ganz andere Probleme. Da muss ich mir keine neuen schaffen. Manchmal ist ein Wort des Trostes der beste Schutz. Man muss es nur hören wollen. Manchmal, aber eben nicht immer. Du hast ein Problem erwähnt. Brauchst du Hilfe? Normalerweise ist das eine Frage, die ich den Leuten immer stelle. Anders kommt man heutzutage ja nicht an ein paar Splitter. Aber zurück zu deiner Frage. Wir versuchen schon seit einiger Zeit, unseren Generator zum Laufen zu bringen. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Hätten wir den nötigen Elektroschrott, sähe es ganz anders aus. Aber komm da erst mal ran. Das ist gar nicht so einfach. Ich besorge dir die nötigen Teile. Die Aussicht auf Strom lässt mich hoffen, dass du Erfolg hast. Wenn du 5 Haufen Elektroschrott findest, sollte ich daraus die nötigen Ersatzteile gewinnen können. Ich kann dich allerdings nicht mit Elexit bezahlen. Aber ich finde schon etwas Passendes, um dich zu entschädigen. Ich habe den Elektroschrott, den du wolltest. Gut. Nun muss ich nur noch die richtigen Teile daraus gewinnen. Warte einen Moment. Vielleicht kriege ich die alte Lady jetzt zum Laufen. Na bitte, es geht doch. Hier, nimm. Es sind zwar keine Splitter, aber du kannst das Zeug bestimmt dagegen eintauschen. Ich habe dafür keine Verwendung. Zu viel Lärm und unberechenbar. Man erzählt sich, ihr seid gut mit Lebensmitteln ausgestattet. Oh, das ist richtig. Wir haben kein Problem damit, auch in den entlegensten Gegenden zu überleben. Wir sind gute Jäger und wissen, mit wem man sich auf einen Handel einlassen kann. Dann macht es dir sicher nichts aus, etwas abzugeben. Für gewöhnlich nicht. Es gibt da nur ein Problem. Unsere Nahrungsvorräte locken ständig wildes Vieh an. Ohne ausreichende Bewaffnung könnte sich das auf Dauer als sehr lästig für uns erweisen. Ich dachte, ihr seid gute Jäger. Richtig. Und im Normalfall ist das zusätzliche Fleisch auch nicht zu verachten. Aber die Kadaver locken mittlerweile immer größere Exemplare an, für die unsere Bewaffnung nicht ausreicht. Ich soll euch mit Waffen ausstatten? Nein, die kaufen wir schon selbst ein. Du würdest eh nicht alles innerhalb kürzester Zeit auftreiben können. Machen wir es also kurz. Ein alter Freund kommt mich bald besuchen und verkauft mir die nötige Ausrüstung. Ich habe ihm gesagt, dass ich bis dahin die nötigen Splitter aufgetrieben habe. Mir fehlt nur noch eine überschaubare Summe. Kriege ich die von dir, sind wir im Geschäft. Reicht das, damit du mir die Vorräte überlässt? Nicht ganz. Aber lass den Rest stecken. Den verbuchen wir als Rabatt. Hier, darauf stehen die Codes für die Vorratslager. Nimm dir aus ihnen, was du brauchst. Oh. Shady.
That's slim shady. Very shady. Muss ich das echt durchlesen? Die geben mir nicht einfach so den Code. Bolzen. Kartenstück. So, schön. Den Bolzen mit guten Löffeln gehen. Ah, okay. Das ist eine Falle. Sicher die Falle. Oh Mist, so viele. Neun, neun, acht, eins. Das war nichts. Ich hasse dich gerade. 1758. Das war nichts. Goddammit. Goddammit. 1455. Ah, Mist. Mist. What the hell? Geht doch. Oh. Oh. I can smell the catch. I can smell the catch. Oh. Ja. Das ist Menschenfleisch. Das ist doch Menschenfleisch. Ich weiß es einfach. Das war nichts. Oh. Geht doch. Okay. Ah, kleiner blauer Stein. Sehr wichtig. Vielleicht schaffen wir es jetzt mal, Giant abzugraden. Was war der letzte Kurs jetzt? 1, 7, 5, 8. Geht doch. Ich rede nochmal mit ihm. Ein mieser. Und dann werden wir es ausprobieren mit dem Schlafen. Ich schätze, sie werden uns nackte. Oh, Teleport. Ich schätze, sie werden uns nackte in die Wildnis bringen. Wir werden es sehen. Ich brauche auf jeden Fall Schlaf. Dass hier heute überhaupt noch da ist. Irgendwas, was du mir noch sagen willst? Nein? Nichts? Oh, ich würde so was von tot sein. Ich würde sowas von tot sein. Sowas von tot. Nichts? Wirklich? Was habt ihr mit mir gemacht im Schlaf? Gute Reise. Ha, komisch. Es ist Kannibalenfleisch. Vertraue den Leuten nicht. Das haben wir doch durchgelesen gerade. Okay. Wo ist die andere Mission? Mach damit Bergungsarbeitungen. Hier, hier, hier. Das machen wir noch. Dann ist die Folge ziemlich vorbei. Puff. Oh, bitte nicht da oben. Okay. Mist. Es ist hier oben, oder? Natürlich, wo soll es sonst sein? Schaut euch diesen Wasserfall an. Der hat was Neon-Stylisches. Du bist es. Vielleicht können wir doch reden. Oh. Oh. Komm schon, Girl. Hey!
Wir haben es geschafft. Das war eigentlich gar nicht so zart jetzt. Ausgezeichnet. Gut, gut, gut. Haben wir hier noch was Interessantes? Nö. Ich will die Mission abgeben. Oh. So, ja, das ist. Das dauert. Das wird dauern. Oh. Ausgezeichnet. Wir geben die Mission ab. Kriegen hoffentlich ein Level ab. Gehen handeln. Kalan stellt uns immer wieder auf die Probe. Er prüft. Ja, was tut der? Dann gehen wir hier noch schlafen. Dann gehen wir ins Wettermitte. Oder wir schauen, was hier sonst noch gibt. Jo. Hier, die benötigten Überlebenspakete. Du hast es tatsächlich geschafft. Jetzt kann ich endlich etwas Anständiges zu essen ausgeben. Aber sag, was hat man dafür von dir verlangt? Elexit, mehr wollten sie nicht. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht. Hier, das sind die letzten Einnahmen, die die Kantine abgeworfen hat. Ich hoffe, sie decken wenigstens zum Teil deine Ausgaben. Das reicht vollkommen. Danke. Ich weiß deine Großzügigkeit zu schätzen. Ich mag die Kleriker. So. Wieso hat er das getan? Weil ich ein guter Mensch bin, okay? Nee, das ist wirklich selbst dran schuld. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.